So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Hunter. Ja, heute ist mal einfach eine etwas andere Folge. Nämlich soll das hier ein kleines Infovideo werden zu den zwei neuen Tierarten, die in der nächsten Woche höchstwahrscheinlich, meine Vermutung, erscheinen werden. Und zwar haben wir da zum einen das Alpenschneehuhn. Hier blende ich mal ein paar Bilder ein. Einmal das Bild von Wikipedia, das normale. Und dazu auch gleich noch das Bild von Expensive World, also von The Hunter. Daneben, dass ihr euch mal so einen Überblick verschaffen könnt, wie es in echt aussieht und wie es bei The Hunter aussieht. Und jetzt das Moorschneehuhn, die zweite Tierart. Und dazu natürlich auch noch das Bild vom letzten Status-Update. So, ja, was kann man zu den zwei Tierarten sagen? Das Alpenschneehuhn wird in Val d'Oise beheimatet sein und das Moorschneehuhn in Hemmeldal. Ich werde jetzt hier so mal beide Tierarten so ein bisschen steckbriefartig in Anführungszeichen vorstellen und im Endeffekt dann mein Fazit aufbringen. Im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich jetzt gerade ein Gameplay auf Val d'Oise oben bei den Steinböcken. Ja, sollte jetzt nicht so interessant sein. Wir wollen hier einfach mal ein bisschen talken und ein bisschen die Infos zu den neuen Tierarten rausbringen. Fangen wir mit dem Alpenschneehuhn an. Das Alpenschneehuhn wird ca. 34 bis 40 cm groß, hat eine Flügelspannweite von 54 bis 60 cm und wird ca. 400 bis 550 Gramm schwer. Ja, das Moorschneehuhn ist dann beheimatet in Grönland, in Eurasien, Nordamerika, in Europa, speziell ist es dann in Island, im Norden von Skandinavien, im Norden von Großbritannien, in den Pyrenäen und natürlich, wie der Name auch sagt, in den Alpen. In den Alpen ist es dann auf einer Höhe von 1800 bis 2700 Metern anzutreffen während der Fortpflanzung und im Sommer und im Herbst so ab 3000 Metern. Der Lebensraum vom Alpenschneehuhn sind dann auch natürlich, wie es da oben auch in Val d'Oise aussieht, Zwergstrauchheiden, trockene Gebirgsrasen und Almwiesen. Ja, und damit würde ich auch sagen, hat das Alpenschneehuhn wirklich eine schöne Umgebung und es leistet dem Steinbock dann wirklich so ein bisschen Gesellschaft und bringt dieses ganze Gameplay oben in Val d'Oise mal ein bisschen ins Laufen, weil das war oben echt langweilig und nun hat auch der Steinbock einen kleinen Freund dazu bekommen. Das Moorschneehuhn dagegen wird 35 bis 40 cm groß, ist damit ein wenig größer. Von der Spannweite merkt man es dann deutlicher, da ist es nämlich von 55 bis 65 cm groß, also die Flügelspannweite. Schwer, da merkt man dann wirklich, dass das Moorschneehuhn ein wenig größer ist, denn es wird 500 bis 700 Gramm schwer. Die Verbreitung des Moorschneehuhns ist dann etwas einfacher. Wir haben es in Skandinavien, Sibirien und Nordamerika. Und der Lebensraum sind kalte Tundren, das trifft jetzt nicht auf Hemmeldal zu. Hochmoore jetzt auch nicht so ganz, aber die Waldzonen. In den Waldzonen ist es dann nämlich auch verbreitet. Und die Waldzonen, das bringt natürlich Hemmeldal. So, das sollte zu den generellen Tieren sein. Und jetzt mal ein bisschen zum Gameplay, denn beim Alpenschneehuhn weiß ich nur die Fortbewegung und da haben wir einfach eine klassische Fasan-Fortbewegung, würde ich mal sagen. Wir haben nämlich hier ein schnelles Bewegen am Boden, also so rumtapseln, und wenn es dann fliegt, das Alpenschneehuhn, dann hat es schnelle Flügelschläge und daraufhin ein Gleiten
auf den außen ausgebreiteten Flügeln, die sich nach unten durchbiegen. Wer weiß, wie das aussieht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird es so beschrieben. Und ich bin der Meinung, das könnte sich ein wenig vom Gameplay in Beschwerden abgrenzen. Denn wenn man sich mal überlegt, wie denn der Höhenunterschied auf Waldboa ist. Also wenn man ganz oben einfach mal startet, auf dem höchsten Punkt von Waldboa, abgesehen vom Berg, dann kann man doch wirklich schnell an Höhe verlieren, wenn man so runter ins Tal läuft. Und ich weiß nicht, wie das dann aussehen wird, wenn man da oben den Alpenschneehuhn aufscheucht. Das würde theoretischerweise ja dann mehrere hundert Meter runtergleiten können. Und hier bin ich dann auch wirklich sehr gespannt, was man da denn für schöne Schüsse vollbringen kann. Und das Alpenschneehuhn wirklich aus weiten Distanzen schießen kann. Die Fortbewegung bei Moorschneehuhn und das Gameplay wird dann wahrscheinlich ähnlich wie beim Fasan sein, würde ich mal sagen. Halt flattern und dann rumfliegen. Da wird sich nicht so viel ändern. Wobei wir auch auf Hemmeldal ein etwas größeres oder abwechslungsreicheres Höhenprofil haben. Also auch hier haben wir Täler und Schluchten, wo das Moorschneehuhn reinflattern könnte und dann weite Strecken gleiten könnte. Das wäre natürlich auch ein bisschen spannender mal und man hätte auch dann mehr Zeit, das Moorschneehuhn zu schießen. Und vor allem hätten wir durch die langen Distanzen auf den beiden Karten, also Val de Bois und Hemmeldal, auch wirklich die Möglichkeit, viel leichter mit den Luftgewehren zu spielen. Also entweder jetzt mit dem Luftgewehr, was wahrscheinlich auch auf das Alpenschneehuhn und Moorschneehuhn zulässig ist. Und die 22er sollte dann auch zugelassen werden. Ja, und so viel erstmal zum Gameplay und zur Verbreitung und so ein bisschen zu den Tierarten. Will ich jetzt einfach mal so ein bisschen meine persönliche Meinung wiedergeben. Denn ich bin der Meinung, man kann es nicht jedem recht machen. Natürlich hätten sich jetzt viele einen Wolf gewünscht oder neue Hirscharten, vielleicht Gämse in den Bergen oder vielleicht Muffelwild irgendwo auf irgendeiner Karte. Natürlich sind das alles so Wünsche der Community. Aber das Spiel ist immer in ständiger Entwicklung. Wir haben hier wirklich ein Team, was sich ransetzt und immer wieder neue Sachen bringt. Zum Beispiel, es wurde sich ein neuer Hund gewünscht. Wurde gemacht. Es wurde sich ein bisschen größere Tiere gewünscht. Bison wurde gemacht. Wir haben wirklich abwechslungsreiche Karten und das Entwicklerteam ist immer daran, immer neue Sachen zu bringen und wirklich auch immer neues Gameplay. Natürlich ist es nicht so leicht und die setzen sich jetzt auch wirklich so bei den Modellen der Tiere wirklich hohe Ziele und wollen da immer besser werden. Und da kann man es natürlich nicht jedem recht machen. Und ich bin der Meinung, das Alpenschneehuhn ist so, das Moorschneehuhn sind da wirklich so eine kleinen Sachen so für zwischendurch. Es sollte meiner Meinung nach jetzt auch nicht so ein großes Update sein. Ich warte wirklich, dass im Oktober dann wirklich eine Knaller-Map rauskommt mit schönen neuen Tierarten und dass diese Alpenschneehühner und Moorschneehühner jetzt wirklich nur so ein Zwischending sind. Ähnlich wie beim Eisbären, der jetzt auch wirklich nicht das Gelbe vom Ei war. Und da hoffe ich jetzt wirklich, dass beim Alpenschneehuhn, da das Gameplay und beim Moorschneehuhn natürlich auch das Gameplay ein bisschen wieder in Schwung gebracht wird. Vor allem sind diese zwei Karten ziemlich langweilig in der letzten Zeit geworden. Und durch neue Tierarten dort wird das Gameplay natürlich wieder in Gang gesetzt und man hat mehr Intention auf diesen Maps zu spielen. Das wäre es eigentlich so gewesen.
Meine persönliche Meinung ist also sehr positiv für diese neuen Tierarten. Ich hoffe trotzdem, dass da noch was Großes kommen wird. Wir warten doch schon jetzt sehr lange auf was Neues. Also eben punkto Tierart oder Map. Und deswegen bleibt eigentlich nur noch so in die Zukunft zu blicken und abzuwarten, was denn da jetzt wirklich als neues großes Feature dann rauskommen wird. Bezüglich diesem Video hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich würde gerne mal wissen, was eure Meinung wirklich zu den neuen Tierarten ist. Bleibt wirklich sachlich in den Kommentaren, wenn ihr überhaupt kommentiert. Und wie euch diese Folge gefallen hat. Einfach mal so ein bisschen, ja, ein bisschen Informationen zu einer Tierart bringen, wenn was Neues rauskommt. Und einfach mal meine persönliche Meinung, ja, zu der Tierart oder vielleicht mal auch wirklich mal ein längeres Video zu einer Waffe. Und das sollte es dann eigentlich gewesen sein. Wenn die Tiere natürlich dann rauskommen und ich vermute nächste Woche, wird natürlich ein News-Video dazu rauskommen und wahrscheinlich auch ein etwas längeres Let's Play. Und ja, dann kann ich eigentlich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.